Hallo liebe Leute, ist wieder mal soweit, ein kleines Interview. Heute haben wir die Christine am Rohr, sie ist Life-Coaching, aber ich denke, es ist besser, sie stellt sich selbst vor, was sie genau macht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich heute bei dir bin, lieber Willi, zum Interview. Wer mich noch nicht kennt, Christine Hofmann, Erfolgscoaching der neuen Zeit. Das heißt, ich bin die Türöffnerin zwischen Business und Spiritualität. Ich verbinde altwissenschaftliches, bewiesenes und normales Business-Coaching mit den Dingen, die man vielleicht nicht sehen kann, aber auch funktionieren. Und das zusammen ist natürlich die Krönung. Das im Kurzen, mein Ansinnen ist es, möglichst viele Menschen authentisch auf ihren Erfolgsweg zu begleiten, zu mehr Wohlstand und Glück. Okay, danke. Gut, dann hätte ich einige Fragen an dich. Jo, dann mal los, ne? Neue, ganz neue. Wie lange hast du gebraucht, um Einkommen aufzubauen? Ja, Einkommen habe ich schon immer gehabt, also... Internet, passives Einkommen. Mit Internet ein passives Einkommen, ja. Also 2011 habe ich mein erstes Buch veröffentlicht und da fing es im Prinzip an. Also davor habe ich schon mal Network Marketing auch über Internet gemacht, aber mit dem ersten Buch habe ich über Webinare, die ich zu der Zeit schon sehr häufig gemacht habe, mein erstes Buch vermarktet und habe gemerkt, oh, das geht ja schon ganz prima, wie wäre es denn mit digitalen Produkten? Und so habe ich aus Webinaren Webinarkurse gemacht, also auch online und hatte dann schon Aufzeichnungen, die ich verkaufen konnte. Also das erste digitale Produkt und das war noch nicht das, was man sich unter passivem Einkommen vorstellt. Das kam dann etwas später, 2013 habe ich dann eine sehr schöne Audioformtech kreiert, weltweit einzigartig, die behilflich ist, Blockaden zu lösen, also Ängste, Traumata, gerade in Bezug auf Wohlstand und Geld, was natürlich praktisch ist. Und als ich diese veröffentlicht habe, auch erstmal über Webinar, fing es an, dass es auf einmal immer im E-Mail-Postfach machte, bing, Sie haben gerade ein Produkt verkauft, bing, Sie haben gerade ein Produkt verkauft, weil damals lief es eben auch schon über Digistore, ja, also einer dieser Anwender, und ich bekam immer wieder dieses Ding, Sie haben ein Produkt verkauft, und ich muss sagen, das war schon richtig, richtig cool, und das hat mich dann beflügelt zu sagen, ja, da will ich mehr von. Das kann ich mir vorstellen. Welche Art von passivem Einkommen oder von Einkommensströmen empfiehlst du für uns, für Neueinsteiger, für Umsteiger von Online-Geschäft? Also? Ja, also entweder hast du selber ein ziemlich gutes Produkt, wo du sagst, das hast du vielleicht selber erstellt, eine MP3, ein Hörbuch, ein E-Book, also was Digitales auf jeden Fall. Oder du hast einen kleinen Videokurs erstellt. Wenn du das nicht hast oder dich da noch nicht rantraust, dann empfehle ich auf jeden Fall den Weg, den auch ich gemacht habe. Ich habe als Affiliate angefangen. Nicht so, wie man das heute kennt, ja, sondern ich habe Events und Seminare von Kollegen promotet, was aber auch über einen Affiliate-Link ging und auch über meine Kontakte, über mein E-Mail-Programm. Und damit habe ich sehr viele Sachen mir finanzieren können. Also ich habe dadurch zum Beispiel selber mein Seminar bezahlt. Ja, also ich habe gesagt, okay, die Karte kostet jetzt 1500 Euro, ich kriege so und so viel Provision. Wenn ich die jetzt dreimal jemanden empfehle, dann habe ich quasi mein Ticket raus. Das war immer so mein Anliegen. Wofür mache ich das? Und das ist auch ganz wichtig. Warum machst du das, was du tust? Und Affiliate kann ich dir wirklich anraten, da gibt es ganz, ganz viel. Es sollte etwas sein, was dich selber interessiert und wo du glaubst, dass du jemand anderen etwas Gutes mit tust. Ja, das greift eine Frage in der nächsten über. Wenn du noch kein passives Einkommen hättest, wie würdest du jetzt neu beginnen? Ja, genau so nochmal. Das, was ich eben schon erwähnt habe, eben mir ein Produkt erstellen oder eben über die Marktplätze für Affiliate schauen, was kann ich anbieten oder auch mit Menschen sprechen, wo ich weiß, aha, die haben ein Partnerprogramm und schauen, was passt da zu mir. Also es sollte auch schon passen. Denke ich auch, ja, das ist wichtig. Und eine andere Frage ist jetzt, zum erfolgreich Geld verdienen, jetzt verdienen wir schon viel, denken wir. Wie war für dich der erste Moment, als du wirklich so realisiert hast, dass du so richtig Geld im Internet verdient hast? Yes!
Ja, es war dieses, wo ich gesagt habe, Ping, ja, und nicht eben nur nach einem Webinar, sondern dann auch gemerkt habe, ich habe mich relativ schnell freigeschaltet für den Affiliate-Marktplatz und ich habe dann gemerkt, hey, Leute fangen an, meine Produkte zu bewerben. Und es war wirklich eine ganze Zeit lang, dass ich gar nichts gemacht habe und trotzdem habe ich ein stetiges passives Einkommen durch den Produktverkauf gehabt. Und da muss ich sagen, das ist ein Erlebnis, wo man sagt, das ist wirklich passiv. Ich habe die Sachen einmal hergestellt, ja, habe da Arbeit reingesteckt, habe was aufgebaut. Natürlich bin ich immer dabei zu aktualisieren, auch mal ein neues Design oder eben Updates draufzupacken. Aber im Grunde ist es was, was du einmal machst und sehr viel intensive Arbeit und Herzblut reinsteckst. Und dann kannst du, wenn das mit den Vermarkten ganz gut läuft, einfach da sitzen. Naja, jetzt waren wir am Wochenende gerade im Urlaub und ich sage zu meinem Mann, Bing, guck mal, wir machen Urlaub und das Geld kommt rein. Ja, und das fasziniert mich schon wirklich daran. Und was rätst du jeden oder uns oder jedem, um erfolgreich im Internet Geld zu verdienen? Welche Voraussetzungen oder welche Einstellungen oder? Ja, also drei Dinge. Überleg dir ganz genau, was willst du wirklich? Ja, womit willst du starten? Was macht dir am meisten Spaß? Und vor allen Dingen, was bietet denjenigen, der das kauft, den größtmöglichsten Mehrwert und Nutzen? Ja, der falsche Ansatz wäre, nur dran zu denken, damit Geld zu verdienen. Das ist es nicht. Weil dann gehst du schon in den Mangel, wie gesagt, ich Spiritante, ne? Es kommt drauf an, mit welchem Gefühl du da rangehst. Wenn du sagst, ey, das macht einfach Spaß und ich freue mich, dass ich Leuten etwas bieten kann, dass sie etwas kennenlernen, was sie vorher noch nicht kannten und dass sie dadurch erfolgreicher oder glücklicher werden. Wenn du mit dieser Einstellung da rangehst, dann ist das schon mal der richtige Weg. Ja, und auch überlegen, was will ich wirklich in Bezug? Will ich selber Produkte kreieren? Will ich Affiliate sein? Und will ich vielleicht auch Live-Sachen machen? Ich zum Beispiel habe mich für alle drei Dinge entschieden. Ich bin da maßlos, ja? Ich mag das Abwechslung und so, aber wenn man anfängt, dann vielleicht erstmal nur das. So, dann ganz, ganz wichtig und klar, ich weiß, nicht jeder hat immer von Anfang an Geld. Trotzdem ist es eine Sache, wo ich heute weiß, ich habe mir sehr viel Wissen alleine rangeholt. Ja, auch dadurch, dass ich vielleicht am Anfang nicht so viel Geld hatte. Und ich habe aber irgendwie immer so ein bisschen. Und ich habe auch am Anfang sehr viel kostenfreie Sachen mir geholt. Und bis zu einem bestimmten Punkt ist das auch okay. Doch wenn man jetzt sagt, ich möchte mit diesen digitalen Produkten oder Affiliate ein wirkliches Business aufbauen, ein Zweiteinkommen haben, würde ich empfehlen, die Abkürzung zu nehmen und vielleicht sogar zu sagen, hey Bank, ich möchte hier ein Business aufbauen, sich einen Businessplan zu machen und sich dann wirklich einen Coach zu holen, der zu einem passt und der einen an die Hand nimmt und sagt, so und so und so und so machst das, ja. Also ich habe sehr viel überall ein bisschen. Ich habe auch ganz viele Kunden, die ganz tolle Internetmarketer sind, aber es war immer so ein bisschen, immer so ein bisschen. Und schöner ist es, wenn du wirklich so eine von A bis Z Anleitung von einer Person hast, wo du sagst, der vertraue ich, die passt auch zu mir schwingungsmäßig und mach das. Und wenn du das Geld dafür nicht hast, dann fang an, eben von einer Person deines Vertrauens dir passende Videokurse zu machen. Hör dich ein bisschen um, welcher Internetmarketer ist auch ein guter Trainer, wer kann anderen helfen, wer hat schon andere auch wieder erfolgreich gemacht, ja? Und das ist ein Indiz, um dann zu gucken, hey, investiere ich da vielleicht, ja, nehme ich mir da auch ein bisschen Geld für, um dann einmal eine Grundlage zu haben, eine richtig gute Basis. Also das, was ich kann, habe ich mir am Anfang alles sehr, sehr viel selbst beigebracht und das war schon, hat ein bisschen gedauert. Aber es war auch nicht mein Ansinnen am Anfang, das so zu machen. Und dann immer wieder lernen, lernen, lernen. Ja, wenn du Internetmarketer werden willst, dann geh zu den Kongressen, die es da gibt. Ja, ob es nun Affiliate Days ist oder Internet Marketer Kongress, da gibt es ja einiges. Schau, was für dich interessant ist, was zu dir passt. Oder eben auch Internetforen, wo du dich austauschen kannst, wo du dich auch mit anderen austauschen kannst. Was funktioniert und was funktioniert nicht.
Hol dir also auf jeden Fall Unterstützung, Hilfe, biete auch selber Hilfe an, ja, weil vor den Nehmen kommt das Geben. Und dann sollte es laufen. Also diese drei Basics empfehle ich Ihnen. Okay, dann empfehlt eigentlich die letzte Frage, die haben wir jetzt genau beantwortet. Genau, das war eigentlich meine letzte Frage. Wenn du nochmal von null anfangen müsstest, was wären die drei wichtigsten Dinge? Aber sehr gut, haben wir das schon Haben wir gemacht. schon abgehakt? Wir haben auch einen sehr guten Helfer, unseren Hecki. Er Ja. fragt mich sehr intensive Fälle. Er macht das immer gut. Ja, heißt, vielen Dank. Ich bedanke mich bei dir. Auch im Namen Gerne. besser. Er war sehr informativ und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben und dich wieder mal kennen, antreffen zu können. Okay. Super. Ich Bis dann. danke euch. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Cut.